Ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Du weißt schon, Chaos, wir haben ja letztes Mal gesprochen, Part 35, wegen dem einen Kommentarschreiber. Der hat sich ja jetzt schon wieder gemeldet und, Alter, ohne Witz, was fällt dir ein zu sagen? Ich hätte hier nichts zu sagen. Das ist Meinungsfreiheitsraub, du Bastard. Stirb. Ich werde dich so disliken und so erquem und nerv, bis du das Internet und YouTube für immer verlässt. Oh, wow, wow, wow! Alter, Hackman, was ist mit dir? Was denn, der Typ will meine Meinungsfreiheit einschränken und alles. Soll ich Alga herholen, wenn du den auch noch unterstützt oder was? Oh nein, geh mir weg mit Alga! Nein, schick den Kerl weg! Schick den scheiß Kerl weg! Hast du so Schiss? Kriegst du gerade ein Revue ans? Die Sache mit der Sonic-R-Diskussion. Ach, Sonic-R-Diskussion, ja, stimmt, da war ja was. Herr Eiger, ich bin immer noch im Recht, ne, was Sonic-R-Diskussion angeht. Du hast immer noch nie recht. Auch heute nicht, auch wenn es schon 2 Jahre her ist. Toll. Ich glaube, Jobgeber hat keine Ahnung, worum es geht, aber egal. Ich könnte doch Jobgeber noch mal erzählen, was alles passiert ist. Wie sehr Eiger seine Community angelogen hat. Wie sehr er dich in den Dreck gezogen hat. Nee, das machen wir lieber nicht. Sonst settet er noch einen Beef mit Eiger an und dann geht die Party richtig los. Da kommt noch Matendo, dann wird gebieft, gefistet. Und spätestens dann auf der Gamescom kann ich mich dann noch freuen, dass ich dann Schläge kriege dafür. Oh ja, Schläge ist doch immer was Schönes, nicht wahr? Boah. Das klingt ja sehr diabolisch, oder? Ja. Fangen wir mal lieber. Hier ist Eggman dabei. Tatsächlich. Er ist dabei. Ich werde gewinnen. Wie war das nochmal mit? Nee. Stimmt, wir werden jetzt mal den Trick benutzen. Den Trick, den mir Jump Gamer verraten hat. Welchen Trick? Weißt du, dem Driften? Ja. Ja, der ist echt geil. Man verliert sein Turbo nicht, wenn man die ganze Zeit durchdriftet. Du weißt, die sind Digga, wieso sind die so schnell? Weil die mal Turbo-Start machen können. Aber nur die. Wo ist Eggy? Ist Eggy Platz 3? Ich ja, weiß es doch nicht! Ich glaub schon. Oder ist nicht, das ist ja da vorne doch, oder? Da, oh my god. Was? Zweite Runde und du bist immer noch Vierter. Ja, was kann ich dafür? Das sind Charaktere! Oh, das sind Charaktere, was für eine Ausrede. Chaos haben wir auch noch nie erlebt bei dir, ne? Oh, du wurdest überholt. Weil ich schneller bin als ein Fahrer! Ach, das ist nur Eggy, hat wahrscheinlich gecheatet. Er hat mal kurz getunten Motor benutzt. Genau, sind wir jetzt hier bei Team Sonic Racing oder was? Na klar, immer doch. Da war ein Turbo. Ich konnte aber nicht nehmen. Und ich krieg die Ringe nicht für den Turbo zusammen. Knuckles ist erster der Kick, wieso Knuckles? Na, weil Knuckles cool ist, ne? Der erste Boom Knuckles, der coolste Mann im Raum. Das ist ein Turbo! Ja! Oh Gott! Das ist schnell, ne? Das ist 200 CCM, mein Freund! Hui! Oh mein Gott, Chaos cheatet, was für ein elendes Sackgesicht. Hey, es ist kein Cheat, Neggy. Das ist Ausnutzen. Von Sicherheitslücken und Bugs. Das ist das Ausnutzen von etwas, was mir das Spiel vorgibt. Einen Blem mit dem Part haben wir schon mal. Cheats, Eggman, das sind so Sachen wie. Du bist unverwundbar. Das sind halt so Sachen, die man so normal nicht im Spiel erreichen kann. Das ist Cheat. Ja, aber wie Chaos gefahren ist, ey. Das sah so scheiße aus. Also, der Skill, das sah scheiße aus, genauso scheiße wie deine Thumbnails vom letzten Mal. Moment, auf was willst du jetzt anspielen? Na, auf diese Thumbnails von diesen Cutscene-Videos, Alter, bei manchen muss ich echt kotzen. Du musst kotzen, Alter, von welchen? Sag's mir an, komm, hau raus, mein Freund, welche Thumbnails pissen dich denn an?
wo fange ich denn am besten an? Erstmal bei deinem Skill. Ja, da kann ich gleich mal restarten, ne? Ja, definitiv. Das ist so unfair, die cheaten. Das auf jeden Fall, ne? Also, Skill haben die schon mal. Naja. Ich meine, Eggman hat gerade seinen Skill beleidigt im vorherigen Rennen, aber ich habe ihn... Ich weiß nicht, also, wir waren auf dem ersten Platz und die Verbindung war so schlecht, ich konnte ihn da hinten auf Platz 4 oder so, wo er war, gar nicht hören. Also, sein Skill war anscheinend niedriger als unserer. Also wenn er schon unseren Skill auf Platz 1 beleidigt, dann will ich gar nicht wissen, was er über sich selbst denkt. Das war ein zarter Front, ne? Tja. Das braucht Eggy. Oh! Versicherung zahlt hoffentlich die Schäden. Nee, nicht wirklich. Ich komme einfach nicht vorwärts, ne? Nee, jetzt wieder. Kann ich sie aussetzen? Sagt der Turbo läuft? Eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Ja, du bist deutlich schneller auf jeden Fall. Die nutzt das auch? Ja. Die nutzt auch diesen Cheat? Unfaire Schweine, also. Ja, siehst du, da kommt. Ich habe das damals mal bei einem. Speedrun habe ich das mal gesehen, dass immer Leute diesen Dauerdrift ausnutzen, weil damit da verliert man den Tor irgendwie nicht. Ich dachte, du hast von SSF hier. Weil SSF doch eigentlich die ganzen Tricks drauf hat. Ja, ich weiß nicht, ich habe damals mal so einen Speedrun zu dem Spiel gesehen und. Dieser Cheat wird da fast immer verwendet. Jetzt muss weil du so halt deutlich schneller werden kannst. Musst du Erster werden? Ja. Oh Gott. Ich brauch Ringe, ne? Ja, brauchst du. Und ein Sprintfeld. Du brauchst noch einen Ring, dann kriegst du, glaube ich, einen Turbo. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, wir werden das nicht. Nee, wir brauchen noch drei. Ja, wir brauchen echt 20, okay. Ja, ist echt so. Wow! Der Tor war schon aufgebraucht, als wir gejumpt sind. Ja. Oh Gott. Du bist doch immer wieder überholt. Verstehst nicht, was machen wir falsch? Wir spielen halt scheiße. Naja, du bist ja auch scheiße. Wie gesagt, du warst selbst scheiße. Kannst du nicht auch einen Turbo-Start? Nee. Die können hochbeschleunigen sofort. Ist ja lächerlich. Ich meine, ich kenne das noch aus dem ersten Teil. Da gab es auch so Kart Races, aber das war ohne CPUs. Das ging ja noch. Ja. Oh, jetzt bist du Erster. Aber nur weil ich hier den Toe-Trick nutzen konnte, einmal. Ja. Ja, sobald du einmal in der Luft bist, ist der leider weg. Weil in der Luft wirst du abgebremst. Oh Gott, wir brauchen ein Sprintfeld wieder. Bitte komm bald. Ja, sobald du ein Sprintfeld hast, dann bist du wieder super schnell. Das müssen wir auch nutzen. Da ist Eggy der Drecks-Cheater. Ah, vor allem, da weiß ich nicht. Kannst du nicht sogar bei den Rampen einfach links oder rechts dann nebenher fahren? Könnte ich. Das hat Shadow mich, glaube ich, gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schneller ist als die Rampen. Wow! Wow, jetzt halt den Turbo, damit du ein bisschen Vorsprung hast. Ja, ich versuch's jetzt irgendwie zu halten, ne? Ja. Oh Gott. Wow. Ich glaub, jetzt ist der Turbo weg. Hilfeschein, das hätte ich noch gehabt. Ja, du hattest ihn auch noch. Das war Glück. Wenn du zu lange oder zu oft Hindernisse rammst, dann geht er leider auch weg. Die anderen sind auch wieder da. What the fuck? Ich bin übrigens auf Mittel, ne? Ja. Ich hab das gar nicht so schwer in Erinnerung, ich dachte immer, es wäre so pups einfach. What? Wow! Ich glaube, das ist echt schneller als die Rampe. Da, 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 da. Eine Runde noch. Es ist auf jeden Fall winnable.
Da ist Knuckles der Drecks-Cheater. Der hält doch den Turbo nicht. Weil er genau weiß, er kann gleich wieder sein Turbo zünden und dann ist sowieso egal. Wow! Ich hab den Turbo noch! Ich hab den Turbo noch! Ich zünden jetzt mal. Ja, das ist jetzt direkt vom Turbofeld gewesen. Das war jetzt dumm. Wie lange ist es noch? Ich glaube nicht mal lange. Na, hinter der Rampe, glaube ich, kommt gleich das Ziel. Da! Oh nein. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt! Oder auch nicht? Nee, oh, die hat die Waffe bei hinten. Elendiger Lacker. Scheinbar kacken die am Ende voll ab, weil die waren gerade irgendwie voll weit hinten. Nee, die hätten das eigentlich einholen können noch im letzten Moment. Wir haben nur irgendwie Glück gehabt. Es war Standard! Wir sind auf Standard so im Itch-Witz gekommen! Jetzt kommt Expert! Ja, das macht Jumpgamer für mich hier, ne? Jumpgamer kriegt alles im First Try hin, hat er mir selbst mal gesagt. Musst du das mit jedem Charm machen oder nur mit einem? Einem. Okay, ja, dann geht's ja noch. Okay. Wenn du das jetzt mit jedem hättest machen müssen, wäre das echt scheiße gewesen. Oh, bitte ohne Cheats und ohne diesen Trick. Nein, dazu greifen wir. Au, oh, oh, einfach mal durch das Ding durchgeflogen, ne? Oh, jetzt geht's los. Oh nein, ich hab gesagt, du sollst nicht zu solchen Cheats greifen wie dem hier. Lass es. Oh. Ja, aber die CPUs sind, glaube ich, immer gleich. Das ist einfach nur die Strecke immer, die anders ist. Sieht das nicht irgendwie danach aus, dass die CPUs so viel krasser sind? Sieht irgendwie für mich ein bisschen anders aus, ne? Ja, du hast gerade auch kein Turbo. Nein, nicht die Rampe, die ist böse. Rampe ist böse, ne? Rampe, wow, okay, das ist neu. Diese Schrägen. Diese Brücken auch. Wieso haben die das nicht mal im normalen Level benutzt? Das hätte mal auch grafisch eine schöne Abwechslung gehabt. Gibt es. Echt? Die Brücken gibt's bei TS und Rouge. Ich weiß, dass es die gibt. Okay, ist mir nie aufgefallen. Aber diese Dings gibt's auf jeden Fall nicht. Die Schrägen. Wow! Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall schon verloren, aber wir können es ja noch die Strecke müssen ansehen. Wir können es auch noch versuchen, vielleicht gewinnen wir ja noch. Es ist ja nur nichts zu cheaten, es ist ja eine längere Strecke, ne? Das schon, aber... Außerdem müssen die eh alle an der Stelle bremsen. Wo ist denn eine Runde... Oh. Jetzt kommt eh Sprintfeld. Da fährt irgendwie keiner von denen drauf. Ist mir so Rouge nicht. Nice. Ist der Sprint halt leider schon zu Ende. Oder auch nicht, du hast ihn irgendwie noch. Ja, wie heißt Kontrolle noch drüber? Ist ja mehr. Ja. Jetzt hast du da weg. Ah ne, die Ram. Lol, der ist runtergefallen. Oh Gott. 10? Yay, wir haben Turbo. Jetzt bringt's aber nix. Nee, aber den Kurven auf gar keinen Fall, weil hier bei der Geraden. Jeden Fall. Bist du denn? Ja, das bringt schon was. Wir sind auch auf jeden Fall näher rangekommen an Tails. Dem Dreckscheater. Jetzt kommt keiner auf die eine Stelle, wo die wir erstmal überlisten müssen, ne? Ja. Ist ja, wirklich schneller? Fall... Ja, die Rampen verlangsamt dich ja auch voll in der Luft. Das sah auch halt echt schon die ganze Zeit so aus. Ah, hier ist die Stelle ist kacke. Ja, ich fühle irgendwie das Turbo noch in mir. Jetzt hier mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg. Wir brauchen einen Ring, dann können wir den Nuggets hier zeigen, wer der Arsch ist. Yeah, wir sind schneller. Wow! Oh! Wow! Was machst du? Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich finde das hier bisher einfacher als das zweite. Wir sind immer noch so schnell. Hier gibt's viel mehr Ringe. Ja, hier gibt's auch viel mehr Ringe irgendwie. Oh mein Gott! Das ist echt einfacher als das andere. Aber wir haben es gerade gewonnen?
Im First Try, trotz dass es erst so scheiße lief. Ja, guck mal, jetzt kommt Knuckles erst. Das war echt einfacher als das andere. The Expert is too easy for us. Ich glaube, die haben Standard mit Experte vertauscht. Best Joke aller Zeiten. Oh, ja, aber ist echt so. Wir können auch ein paar Bosse machen, ne? Ja, wir machen auf jeden Fall auch die Hero-Bosse. Nächstes Mal machen wir dann Dark und dann All. Und letztes Mal, ja. Und dann machen wir dann noch im letzten Mal dann den Scheiß, auf den wir noch ein bisschen Bock haben und so ein bisschen über was lustig zu machen. Mhm. Oder Kenneth Cole klammert das erste Level auf A-Rang. Oh nein. Oh doch. Bitte, Jumpgeber, erspare uns diese Scheiße, ich will Kenneth Cole nie wiedersehen. Warum? Sonst geilt sich Chaos schon wieder drauf auf. Ach, tu ich doch gar nicht. Lügner. Bigfoot. Komm, besieg ihn in unter 20 Sekunden. Boom. Ja, nice. Es zählt trotzdem weiter an. Ja. 21 Sekunden! Who is the fastest thing alive? What the actually shit, where did Amy go? She was right in front of me. Kannst du mal aufhören? Spam ihn einfach an, der kann nix. Warum machst du? Der kann nicht nur boxen. My boss! Aber wir haben ihn einfach penetriert. Und warum nutzt du auf einmal wieder die Sprüche von Snapcube? Schämst du dich nicht? Nö. Jump Gamer. Nö. Wir sind gut. Profis. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Cutscenes hier mal kommen, das nervt. Das hätten sie echt nicht machen müssen im Boss Rush. Ach komm schon, um ein bisschen den Part zu strecken. Ich hab gehört, Chaos will 20 mal Werbung schalten. What? Alles klar in einem Part vor allem. Jede Minute. Hab gehört, ich brauch Geld. Naja, dann haben wir ungefähr. LOL. Also wenn wir das tun würden, das tun wir natürlich keinem anderen, wären wir schon schlimmer als RTL. Also. Nein. Hey, das Big. Yes. Ja. Do you know who I am? I am Eggman. Oh ja, das wissen wir, dass du Eggman bist. Wussten wir auch noch nicht, ne? Nee. Oh nein, nicht er. Den hasse ich. What the? A ghost? Wir kriegen's auch hin diesmal. Wir kriegen auch den Double Hit hin. Wir schaffen das. Ich meine, es gibt krasse Speedrunner, die können ihn in der ersten Phase direkt one-hitten, aber das habe ich irgendwie noch nie gesehen gekriegt. Double Hit war das einzige, was ich jemals geschafft habe bei ihm. Ich hab's auch gar nicht Zeit. Los! Nee, du kannst ihn in der ersten Phase jetzt direkt schon killen, aber ich weiß nicht wie. Du musst halt irgendwie übel krank sein. Speedrunner schaffen das. Wir probieren es mal aus. Ja, und jetzt könntest du ihn irgendwie Dauer penetrieren, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es gibt da irgendeinen Trick, dass man den jetzt töten kann. Den habe ich eigentlich berührt? Ja, es ist echt scheiße. Und es gibt da halt wirklich irgendeine Technik, dass man den One-Hitten kann, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das selber noch nie hingekriegt. Den nutzen alle Trainer, das merkst du noch nicht. Ah ja. Bei Speedruns vor allem. Trainer sind ja heutzutage bei Speedruns ja auch zugelassen. Echt? Ja, hat dir das Jumpgeber noch nicht erzählt? Hä? Du musst da musst du es aber anmerken. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Speedruns. Es gibt ja auch ein TAS. Ich glaube, das fällt unter TAS. Was? Lol. Das geht wirklich! Ja, natürlich geht das, ich hab's ja gesagt. Was? Wir haben Speed gemacht! Alles klar!
Oh Gott, Eggman's Sohn! Nein! Wer du tötest, dir, ich schwöre, Chaos, damit ich dann hassen. Für den Rest. Das Geile ist, ich feier das so in der Story, dass wenn Sonic ihn besiegt, dass er dann Eggman töten will. War das richtig so, dass er auf einmal anfängt, hier nicht drauf zu bleiben? Sondern einfach. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es in der GameCube-Fassung der beschissenste Boss ist. Hä? Die Plattform ist weg! LOL. Ne, jetzt ist sie wieder da. Ist das nicht unfair eigentlich? Ich müsste mal mit 3 Sekunden wieder gut rechnen dafür. Hä? Du bist schuld, Jumpgamer. Du hast ihn kaputt gemacht, den Boss. Ja, natürlich, ich bin immer schuld, ne? Jetzt fängst du schon genauso an wie Eggman. Oh, jetzt kommt er schon mit seiner Mega-Attack. Du hast ja noch nicht mal ein Leben abgezockt und er kommt schon mit seinen Spezialmoves. Na, der muss. Irgendwie zieht er ihn hier an, oder? Hä? Was machst du? Ich weiß, der lässt irgendwie spielt das Spiel, oder? Moment, ich spring mich um. Ich glaube, die größte Schande kann ich wieder näher tragen. Ich mach jetzt Lightspeed Attack. Dann stirbt er garantiert, oder? Weiß es nicht. Was sagt Eggman eigentlich dazu? Ist richtig so. Ja, so geht's, ne? Hä? Ich war unten? Der Part wird heißen Chaosprobleme bei Egg-Golem. Nein! So weit kommt's doch! Oder Chaos hat Probleme bei Eggolem. Ich hätte eine ganz bessere Idee, Jump Gamer. Ja, aber die ist? Chaos Mobbing. Nee. Vale, kommst du mal mit dem Chaos Mobbing, ne? Was denn? Das ist Jump Gamers Spruch. Er darf ihn droppen. Wann und wo er will. Hä? Ich bin oben. Wie genau hast du gesagt? Ich bin oben. Hä? Nein. Ich hoffe, der Part heißt wirklich Chaos-Probleme mit Eggolem. Was war denn mit dem Boss los? Keine Ahnung, du hast jeden bisher weggespeeft und bei diesem Noob failst du. Ne, hast du mal gesehen, wie der abgeht? Ja, du hast irgendwie. Der Sonic hatte irgendwie keinen Bock. Ich hab's gesehen. Na, hast du die Emeralds dabei? Er hat sie dabei, er will sie noch nie geben, er steht noch nie auf Fiber, das weißt du. Take it from you. Braunschläger, Knuckles. Wo bist du denn? Ich will die töten! Ich hab diese Sturzruf drauf, aber ich komm nie ran an die. Wo ist die? Hä? Da oben. Ah. Jetzt fliegt die hier irgendwo rum. Oh, ich bin nicht gemein, ne? Ja. Die ist aber irgendwie dumm. Die campt, normalerweise geht die immer irgendwo hin, wenn man sie trifft. Und diesmal irgendwie nicht. Aber ich hab sie die ganze Zeit so penetriert mit dem Move, ne? Boah, der Boss ist scheiße. Oh ja, you watch my Splatoon Let's Play right now. Nein, wir gucken nicht das Splatoon 2 Let's Play, das sieht scheiße aus. Jetzt kommt er mit seinem Genki-Dama-Scheiß um die Ecke. Kamehameha-Strahl. Wer hab ich getötet? In 22 Sekunden! Der Golem war verbuggt. Sehen wir es jetzt da so ein? Ja. Will ich akzeptieren. Und du, Jump-Gamer, akzeptierst du es auch oder kannst es nicht, weil du weißt, dass du schlechter bist als Chaos? Ich akzeptiere es nicht. Hahaha!
Hör auf mit diesem hässlichen Dreck mit dem. Das funktioniert aber nur 2-3 Mal. Ich glaube, nach dem dritten Mal springt er dann immer drüber. Ja, jetzt funktioniert es auf jeden Fall nicht mehr. Weißt du, was geil wäre jetzt? Ich will jetzt aber mit Lightspeed Attack töten. Ich hätte aber noch 2 Leben. Ich will es ausprobieren, ob ich damit treffen kann. Ich glaube, du kommst gar nicht so schnell hinterher. Doch, okay, das schon. Oh. Ich hätte bestürzen, klar ab hier, ne? Ja, er ist abgestürzt. Ja, er stirbt nicht daran. Nö, Sonic auch nicht, wenn man Shadow spielt. Ist das die unfair eigentlich? Ja. Ich wollte sie mit Light Attacks töten. Und vor allem, ich stand jetzt gerade auf der Plattform, wo wir eigentlich abstürzen müssten. Außer Eggolem ist die Zeit echt gut. 6 Minuten? Also die Stunde ist doch packbar, oder? Oh, das müssen wir jetzt aber beim nächsten Mal beweisen, oder? Na klar! Nächstes Mal machen wir hier das hier auf Bestzeit. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare, auch wenn ihr wahrscheinlich das nicht seht, ihr könnt schon mal Wetten abschließen, mit was für einer Zeit gehe ich hier raus. Ich möchte jetzt eine genaue Zeit mit nur Sekunden angeben, sondern geschätzten Zeitraum von, ich sag mal maximal 2 Minuten spielen, zum Beispiel 30 bis 32 Minuten. Schreibt mal, was für eine Zeit werde ich beim Bossangriff alle bekommen. Champion muss jetzt hier seine Wette abgeben. Für alle Bosse jetzt? Ja, von Bigfoot bis zum Feinassert. Okay, ich sag so 20 Minuten. 20, also 20 bis 22 oder nur reine 20 Minuten? 20 bis 22, so. Gut. Meine Wette gehe ich jetzt auch ein. Eggy wird dann auch noch seine Wette eingehen. Ich gehe aus von einer Zeit zwischen 29 bis 31 Minuten. Eggy? Oh, ich muss natürlich ganz optimistisch sein mit meiner Zeit, sonst passt es ja nicht. Ich würde sagen, du wirst eine Zeit haben von 37 bis 39 Minuten. Wieso? War das nicht immer deine Zeit gewesen, so um die Drehe? Deine Zeit war immer 35 bis 45 Minuten irgendwo um die Drehe. Da gehe ich doch einfach mal in die Mitte rein. Woher weißt du meine ganzen Rekorde eigentlich? Ach, einfach nur so. Hast du meine Sehfalls durchstöbert? Nein, sonst wäre es doch viel zu einfach, oder? Ich hoffe mal, dass du nicht meine Sehfalls gestöbert hast. Komm schon, das wird doch jeder machen. Warum lachst du, Chomke? Ich versteh's nicht. Ich find's irgendwie lustig. Was machst du gerade für mich lustig, du kleiner, dreckiger Assi? Ja. Ich schwöre, das wird Rache geben. Die Gamescom 21 wird dein Tod werden. Wow, darf ich's filmen? Oh ja. Alles klar, Chaos. Wir stellen uns beide gegen, Eggy. Ich gucke, wo das meiste Geld herkommt dann. Ah ja. Ihr wisst also jetzt, wie Chaos tickt, liebe Leute. Überlegt weiterhin, ob ihr lieber wollt ihr Kanal dieses Abonnenten, dieses Kanales bleiben. Oh, 1500 Abonnenten, das ist so überheblich. Ich habe nicht mal 1500 Abonnenten. Ach, Moment, ich kann mal ein paar botten. Oder Jumpgamer macht's für dich. Jumpgamer kann botten? Ich wusste nicht, dass er das drauf hat. Jumpgamer, warum hast du mir das nicht viel früher erzählt? Ich kann nicht botten. Er wird sagen, dass du es kannst. Aber er lügt. Ach, der ist geil, der lügt, bist du immer. Alles klar. Wir sollten jetzt auch mal lieber den Part beenden. Ja, nächstes Mal geht's ja weiter mit den letzten Bossangriffen. Ihr habt eure Zeit dann gewertet, ihr seht am nächsten Part, was dabei rumkommt und keiner von euch schummelt hier, okay? Niemand guckt sich den nächsten Part an und schreibt das dann hier drunter. Was für eine Zeit. Ich werde keine Wetten annehmen, die nach Veröffentlichung des Parts reingehen. Sag ich mal so, wie es ist. Ich gucke auf die Zeit, auf den Zeitpunkt, wann es gepostet wurde, okay? Okay. Und denkt an, Leute, immer schön fleißig schummeln. Also ach, kein Wunder, dass die Let's Player-Szene so verkommen ist. Sagt der Richtige gerade.
Okay, gut, nächstes Mal machen wir für den nächsten Part. Da können wir dich schön da weiter runterziehen, damit deine Zeit noch schlechter ist, dein YouTube geeignet. Naja. Oh, musst du unbedingt Paper zitieren oder was? Wieso? Hat er auch den Spruch gemacht? Ja, vor über vielen Jahren. Genial. Nein, ist es nicht. Der wird mich dafür anzeigen. Oh, ist doch richtig so. Ich habe gehört, du hast sehr viel Asche. Ich werde Part. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann. Bis dahin. Fickt euch. Und tschüss. Okay. Und keine Sorge, ich werde den Emmel Controls wieder nicht zerstören, okay? Okay. Und Emmel Noob. Nein! You know me, the fighting freak Knuckles. And we're at Pumpkin Hill. You ready? I ain't gonna let it get to me. I'm just gonna creep.